Ja, hallo Pilzfreunde, da bin ich wieder. Wir haben jetzt Juli, Ende Juli, also 3 Wochen nach meinem ersten Film über Pilze. Und ich bin hier wieder in meinem favorisierten Pilzewald, hier im Sauerland am Kerstebach. Und es hat also in der Zeit sehr, sehr stark geregnet. Wir hatten Gewitter, wir hatten Schauer, es war richtig feucht. Und vielleicht hat es was gebracht und die Pilze sprießen. Kommt mit, ich lade euch ein, gehen wir mal gucken. Ja, diese Gesellen habe ich vor 3 Wochen noch vermisst. Klebrige Hörnchen. Ein sicherer Indikator, dass es Pilze geben dürfte. Ja, hier ist schon der erste kleine Semmelstoppelpilz. Guckt hier aus dem Waldboden. Über dem Moos wandert hier ein Schleimpilz. Früchte der Eberesche. Ja, auch die Waldbeeren sind auch noch voll im Saft. Ja, gar nicht mal so schlecht und schöne dicke Dinger. Ja, wenn ein Blitz im Baum einschlägt, dann sieht das meistens so aus mit solchen Folgen. Also ziemlich frisch, das muss gestern passiert sein. Ja, die rote Nacktschnecke sucht auch was zu fressen. Und der Digitalis ist auch in den letzten Blühzügen. So schlendere ich erstmal diesen Waldweg entlang und gucke hier so links an der Böschung, ob sich da irgendwas finden lässt. Und gleich gehe ich dann auch in den Wald rein und gucke da mal. Ein vorwitziger grauer Wulstling steckt hier seinen Kopf aus dem Boden. Ein safrangelber Scheidenstreifling. Den nehme ich natürlich mit. Das ist der erste Pilz, den ich heute mitnehmen kann. So, der safrangelbe Scheidenstreifling ist gekennzeichnet durch seine Scheide unten. Ja, der geriefte Hufrand und der geschuppte Stiel. Auch der Storchenschnabel hat schon Fruchtstände ausgebildet. Er heißt so, weil diese Dolden, wenn man so genau hinkommt mit etwas Fantasie, wie der Kopf und der Schnabel eines Storches aussehen. Eine kleine Kröte. Komm, hüpf. Auch hier stehen safrangelbe Scheidenstreiflinge. Den kleinen davon nehme ich mit. Wenn man bedenkt, was vor 3 Wochen hier los war, gar nichts, so habe ich ja doch schon ein paar Pilze gefunden. Also kann erfolgreich werden. Bald überreif hängen hier die Himbeeren an den Sträuchern. Sehr lecker, kann man ruhig nehmen, wenn sie hochhängen. Ja, auch hier im Laubwald stehen die Pfifferlinge schon. Hier ist eine schöne Gruppe von 3 Stück. Komm mit in mein Körbchen. Ja, viel habe ich noch nicht, aber wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, verstecken tun sich gut. Die wenigen Pfifferlinge, die es bis jetzt gibt, im Laubwald auszumachen, ist schon sehr schwierig. Aber gleich kommen wir ja in einen Nadelwald. Und ich denke, dass es da einfacher wird. Die Pilze sind einfach noch zu klein. Naja, und wenn man dann aber trotzdem dann solche Cluster findet mit Pfifferling, dann freut man sich doch. Und mindestens eine Handvoll schon in einem Pfund. Schöne große Pfifferlinge. Oh, die Stockschwämmchen kommen schon. Aber diese stehen bestimmt schon eine Weile. Ich habe auch so das Gefühl, dass als ich vor 3 Wochen hier war, die Pilze sich entschlossen haben, als ich den Wald verlassen habe, sofort zu wachsen. Da hinten, da leuchtet so ein großer weißer Pilz. Muss mal gucken, was das für einer ist. Oh, ein Anis-Champignon. Und was für ein Okolyten. So, mein Weg führt mich jetzt hier durch einen kleinen Fichtenbestand.
und hier liegen schon so vergammelte Pilze auf dem Boden. Dann wird es ja auch nicht vergammelte geben. Ein grauer Wulstling. Ja, hier im Nadelwald ist das noch alles ziemlich tote Hose. Hier sind noch keine Pfifferlinge zu sehen. Recht komisch. In den anderen Jahren war es immer genau umgekehrt. So, ich werde jetzt mal hier längs gehen, ein bisschen näher am Waldesrand vorbei, in der Schonung, wo ein bisschen mehr Lichtanfall ist. Vielleicht gibt es hier mehrere Pilze zu finden als gerade mittendrin in der Schonung. Ja, also hier in den kleinen Fichten, da ist wohl eher gar nichts zu finden. Ich werde mich jetzt mal den größeren Fichten zuwenden und den Weg rändern. Ja, da ist das Johanniskraut. Das blüht sehr stark im Moment noch. Schade, bin sehr allergisch dagegen. Ja, das ist jetzt ein höherer Fichtenbestand mit höheren Fichten. Aber auch hier keine Maronen zu finden oder sowas. Ja, aber da vorne ist ein Waldrand. Ich werde da mal längs gehen. Na, mal gucken, ob da was zu finden ist. Eine kleine Kröte. Und kleine Pfifferlinge. Ja, da ist auch mal eine Freude, einen Perlpilz zu finden. Ha. Dass der schmeckt, wird leider auch die Maden. Den kann ich wohl hier im Wald lassen. Auch hier steht ein Cluster Pfifferlinge. So wie da hinten auch. Ja, das ist der erste Schwammpilz, den ich heute sehe. Ich will den mal nicht abreißen, aber ich denke entweder ein Hexenpilz oder ein Schönfußröhrling. Ziemlich groß. Hier wuseln kleine schwarze Ameisen in ihrem Staat. Da drauf sind schon geflügelte Männchen, die werden bald schwärmen. Sammeln gestaltet sich doch noch sehr mühsam. Aber wenn man bedenkt, dass hier vor 3 Wochen gerade mal 3 Pilze gesehen habe, ist die jetzige Ausbeute also schon zufriedenstellend. Ja, also eine Mahlzeit wird das schon geben, was ich bis jetzt habe. Ja, da es so langsam losgeht, zeigt auch hier dieses Korallenwachstum. Was es für welche sind, weiß ich allerdings nicht. Der Pilz der Jahreszeit scheint auf jeden Fall der Safrangelbe Scheidenschweifling zu sein. Das klebrige Hörnchen hat mich also nicht belogen. Nochmal ein grauer Wulstling. Scheidenschweifling, der liebt Buchenbestände. Und gehen wir mal hier rein. Also da dürften Scheidenschweifling hier drin stehen. Da braucht man gar nicht lange zu gehen. Da steht schon einer. Und da hinten auch. Ja. Dieser gelbe Geselle ist ein Täubling. Ich nehme an, ein Moortäubling. Er fühlt sich sehr weich an. Ich werde ihn gleich mal aufschneiden. Mal gucken, ob der madig ist. Ich habe ihn gerade angeschnitten und probiert. Ich werde ihn so als Füllpilz mitnehmen und in das Mischgericht reinschneiden. Ja, Scheidenstreifling an Scheidenstreifling. Ich halte ihn für einen sehr guten Speisepilz. Er ist sehr lecker. Sein naher Verwandte, der Kaiserling, darf in Österreich zum Beispiel nur von der kaiserlichen Familie verspeist werden. Aber heutzutage sehen wir das nicht mehr so eng. Steht alles voll. Ja, und diese jungen Pilze, die schmecken natürlich hervorragend. Ich versuche immer diese Kapsel unten mit rauszubekommen, weil der Pilz ist doch ziemlich empfindlich. Und mit dieser Scheide unten dran, mit der Umhüllung, sind die doch besser zu transportieren und auch hinterher sauber zu machen. Also in diesem Bestand stehen so viele safrangelbe Scheidenstreiflinge, dass ich wohl den Korb hier voll bekommen werde und dann nach Hause gehen darf. Man weiß wirklich nicht, wo man zuerst hinstürzen soll. Also alles noch relativ junge Exemplare, die hier stehen.
Ja, hier kommt schon eine Kolonie Schwefelköpfe hoch. Ich weiß nicht, ob es das die Kamera erfasst. Es ist der grünblättrige. Aber erfahrungsgemäß kommen so 4 Wochen nach dem grünblättrigen auch die rauchblättrigen Schwefelköpfe raus. Und da vorne, da steht ein schneeweißer Pilz. Den nehmen wir mal aus. Schneeweiß. Ja, dem geschuppten Stiel nach und der gerieften Huthaut und der Scheide hier unten ist das eine Albino-Form des safrangelben Scheidenscheiflings. Man kann gut die Schuppung sehen am Stiel. Es ist also tatsächlich ein Scheidenstreifling, ein safrangelber Albino. Ja, da heißt es ernten. Und ich sage es immer wieder, Laubwald, immer gut für Pfifferlinge. Ich glaube sogar, das ist die Variation Amethysta, ich kann es aber nicht sagen. Werde ich mal die Augen aufhalten. Nach safrangelben Scheidenstreiflingen und Pfifferlingen. Also an Maronenpilzen, Steinpilzen ist hier noch nichts zu sehen. Da steht ein Perlpilz. Dieser lichte Laubwaldbestand zieht mich mal an. Der Pilz der Saison ist eindeutig der safrangelbe Scheidenstreifling. Aber er schmeckt ja auch hervorragend. Er entwickelt in der Pfanne einen Duft nach Eieromelett. Und einfach nur fantastischer Pilz in meinen Augen. Also der Pilz steht wirklich hier in rauen Mengen. Man kann also wählerisch sein und nur kräftige oder junge Exemplare mitnehmen, damit man hinterher nicht so viel Arbeit hat. Ist schon beruhigend, durch den Wald zu schlendern. Nur leider steht hier im Nadelwald leider kein Pilz. Außer diesen Gifthäuptlingen hier. Ja, was die Fundmöglichkeiten an Speisepilzen angeht, so hat das klebrige Hörnchen, auch Hirschhörnchen genannt, immer recht, auch dieses Mal. Ja, bei Waldspaziergängen, da fällt auch immer was Kurioses auf. Hier ist ein Baum mit 2 Stämmen. Eine Eiche. Ja, hier haben wir noch einen Perlpilz. Neben dem safrangelben Scheidenstreifling gibt es noch diesen braunen Scheidenstreifling. Er ist weniger gut. Ich glaube, manche Pilzbücher bezeichnen ihn auch als leicht giftig. Er hat ebenfalls diese Streifung am Hutrand. Allerdings ist der Stiel glatt und nicht geschuppt. Ja, der letzte Winter, der hat doch so manchen Baum umgelegt und den Wurzelteller freigelegt, sodass hier also größere Flächen gerodet werden mussten. Ab jetzt einmal ein paar Pilzbilder und ohne groß Gequatsche von mir. Genießt die Musik ein bisschen.
Ja, hier steht sogar Goldröhrlinge an einer Lärche. Da sind die ersten Röhrlinge, die ich finde. Ja, die Landschaft hier im Sauerland, die hat auch was Beruhigendes. Fichten, Wälder, Buchen- und Eichenwälder, Berge, Hügel. Beruhigend. Ja, das ist unser heimisches Springkraut. Ist doch ein Wunder, dass man das findet. Es wurde an einigen Stellen verdrängt, das indische Springkraut, was jetzt teilweise auf den Brachen Meter hoch wächst. Der heutige Tag war doch erfolgreicher als der vor 3 Wochen. Der Safrangelbe Scheidenstreifling und der Pfifferling haben mir einen vollen Korb beschert und den werde ich mir dann heute Abend schmecken lassen. Und ich werde in 4 Wochen noch einmal hier vorbeikommen. Wir haben dann Mitte, Ende August und da wird es wohl noch besser gehen. Da werden wir auch Maronen finden und Steinis und Flockis und wie sie alle heißen. Also, weiterhin viel Glück, sammelt mir nur die richtigen Pilze und wir sehen uns dann im August. Tschüss.